Herzlich willkommen auf Schloss Lenzburg in meiner Mittelalterküche. Sie kennen das sicher, wenn die Vorratskammer überquillt vor Zwiebeln, da weiß man nicht, wohin damit. Ich habe das perfekte Rezept. Wir machen heute gebackene Zwiebeln. Als Zutat natürlich ca. 5 bis 6 Zwiebeln. Nehmen Sie die großen, dann frische Butter, am besten vom Markt, vom Bauern direkt. Dann Honig, der unsere Zwiebeln karamellisieren lässt. Wir löschen das Ganze ab mit genügend Weißwein. Und am Schluss, wenn alles schon fast fertig ist, kommt noch der Rahm dazu. Gewürze können Sie nehmen, so viel Sie wollen und was Sie wollen. Zu Beginn schneiden wir die Zwiebeln. Nun kommen wir schon zum Ausbacken der Zwiebeln. Dafür gehen wir an den Herd. Schauen Sie, wie schön die Glut in unserem Ofen ist. Die hole ich jetzt raus, damit wir ausbacken können. Als erstes gebe ich die Butter in die Pfanne. Nun kommt der Honig dazu. Und jetzt kommen die Zwiebeln in die Pfanne. Nun lösche ich mit Wein ab. Nun lassen wir die Zwiebeln mindestens 45 Minuten auf dem Feuer, bis sie gar sind oder etwas karamellisiert sind. Nun lassen wir das Ganze ca. 10 Minuten einköcheln. Zum Abschmecken gebe ich noch etwas Pfeffer rein. Und weil ich frischen Thymian habe, noch ein paar Thymianblätter. Das Gericht serviere ich direkt in der Pfanne.